Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Wir machen uns heute einen leckeren Dip. Witzigerweise heißt dieser auch noch Dip Dip Hurra. Das Rezept ist aus dem Cookie Doo und ich liebe es, neue Dips auszuprobieren. Deswegen konnte ich auch nicht drum rum und musste natürlich diesen ausprobieren und natürlich gleich auch noch für euch abdrehen. Wir brauchen heute für 8 Portionen folgende Zutaten. Die ganzen Infos findet ihr auch unten in der Infobox. Zum einen brauchen wir jetzt Cashewkerne geröstet und gesalzen, dann eine Knoblauchzehe, etwas roten Paprika, Pfefferschoten aus dem Glas, Frischkäse, Curry, Paprika edelsüß, dunklen Balsamico, Cayennepfeffer und noch etwas Salz. Und dann war's das auch schon. Und lasst uns gleich loslegen. Und zuallererst brauchen wir 300 Gramm Cashewkerne. Geröstet und gesalzen müssen sie sein. Die gehen in den Mixtopf zusammen mit einer Knoblauchzehe und das wird jetzt als erstes zerkleinert. 5 Sekunden auf der Stufe 8. So, schaut mal. So schön klein ist das jetzt. Riecht auch schon gut nach dem Knoblauch und die Nüsse dazu. Richtig, richtig lecker. Dann kommt eine Paprikaschote dazu. Ich habe jetzt eine rote Paprika gewählt, habe sie gut abgewaschen, entkernt und in größere Stücke geschnitten. 3 bis 5 Pfefferschoten aus dem Glas, gut abgetropft und in Stücke geschnitten. Und das wird auch nochmal zerkleinert. Und zwar 10 Sekunden auf der Stufe 6. So, das Ganze sieht jetzt so aus, dass ihr es euch ein bisschen vorstellen könnt. Ich schiebe mir alles, was hier am Rand hochgespritzt ist, einmal mit dem Spatel runter, bevor die weiteren Zutaten dazukommen. So. Nun gebe ich 175 Gramm Frischkäse dazu. 2 Teelöffel Curry, ihr könnt einen milden Curry nehmen, 1, 2, dann 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 1 Esslöffel dunkler Balsamico-Essig, 2 Prisen Cayennepfeffer, 1, 2. Könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen mehr reingeben, falls ihr noch ein bisschen mehr Wumms haben wollt. Und 1/4 Teelöffel Salz. So, und das waren jetzt alle Zutaten. Deckel wieder aufsetzen und 15 Sekunden auf der Stufe 3 schön vermischen. So, danach einmal nachkontrollieren, ob alles schön untergemischt ist und überhaupt vermischt. Falls ihr noch seht, dass irgendwo noch was Hochgespritztes zum Beispiel hängt oder der Dip nicht wirklich gut vermischt ist, könnt ihr nochmal mit dem Spatel nacharbeiten. Ich mache das jetzt auch ganz kurz, habe nochmal alles vom Rand runtergekratzt und rühre das jetzt einfach so mit dem Spatel 1-2 Mal durch, das reicht schon. Und dann natürlich abschmecken. Das ist ja immer das Schönste an der ganzen Sache. Mmh. Oh. Mega. Mega lecker. Ich weiß, ich sage oft mega lecker, aber es ist leider einfach so. Probiert es deswegen selber aus. Ihr könnt, falls euch noch ein bisschen Salz oder noch ein bisschen Wumms fehlt, das Ganze nochmal nachwürzen. Aber ich finde ihn so einfach traumhaft. Wirklich wahr. Probiert ihn aus, gerade zu einem Stückchen Baguette oder zu eurem Gegrillten. Ihr könnt den Dip auch zu Fondue oder Raclette reichen. Ich werde ihn jetzt noch in ein schönes Schüsselchen umfüllen und dann kann er noch im Kühlschrank etwas durchziehen und serviert werden. Ja,
Ja, und hier habt ihr nochmal den leckeren Dip Dip Hurra. Ich würde euch wirklich raten, ihn auszuprobieren. Er ist so mega lecker. Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben, falls dies so ist. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Es ist völlig kostenlos. Und ganz, ganz wichtig, die Glocke auch zu aktivieren. Falls ihr jetzt Lust auf weitere leckere Rezepte bekommen habt, schaut sehr gerne auch einmal hier drüben vorbei. Hier könnt ihr mich kostenlos abonnieren. Habt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!